Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und dieses Mal bereiten wir uns ein richtig schönes mediterranes Grillgemüse zu. Und dafür entnehme ich frische Kräuter aus meinen Hochbeeten, Rosmarin, Thymian und Oregano. Die Kräuter bereiten wir vor, indem wir die Blätter und die Nadeln von den Stängeln zupfen. Haben wir dann die ganzen Kräuter auf einem Haufen, hacken wir sie klein und stellen sie erstmal beiseite. Weiter geht's dann mit einer rohen roten Beete, eine ganze Knolle, die schälen wir und schneiden sie in Würfel. Es sollten so mittelgroße Würfel sein, also keine kleinen Würfel. Letztendlich werden wir alles Gemüse in mittelgroße Würfel schneiden. Und wenn wir schon beim Gemüse sind, dann wenden wir uns den Zwiebeln zu. 2-3 mittelgroße Zwiebeln reichen da völlig aus. Und wenn ihr dann noch ein paar Lauchzwiebeln übrig habt, dann könnt ihr die natürlich auch verwenden. Was ich als Gemüse auch immer sehr gerne verwende, sind Kohlrabis. Da nehmen wir eine große Kohlrabi und schneiden die ebenfalls in Würfeln. Natürlich haben wir die Kohlrabi vorher geschält. Dazu kommen noch weitere klassische Gemüsesorten wie Möhren, Kartoffeln, Zucchini oder auch Paprika. Und wenn ihr noch eine andere Gemüsesorte habt, dann könnt ihr die natürlich auch verwenden. Wichtig ist nur, dass wir das gesamte Gemüse in Würfeln schneiden. So, dann nehmen wir uns eine Schüssel zur Brust, geben Gemüse hinein, beträufeln das mit viel Olivenöl und geben dann dort die gehackten Kräuter drauf. Ich gebe dann noch weitere Kräuter hinzu, getrocknete, zum Beispiel Basilikum, Majoran oder Koriander. Da das Gemüse nachher richtig viel Salz aufnehmen wird, gebe ich dann auch nochmal Salz hinzu und zwischendurch auch nachher später noch immer wieder mal. Jetzt geben wir noch weitere Gemüsesorten hinzu, die wir vorher schon vorbereitet haben, wie den Kohlrabi und die Zwiebelstücke. Wenn notwendig, geben wir auch noch Olivenöl hinzu. An Olivenöl soll es nicht mangeln. Und wie schon gesagt, immer wieder Salz hinzugeben. So, nun ist es soweit. Wir rühren das Ganze durch und geben das Ganze dann in eine Auflaufform hinein. Jetzt wäre es auch mal an der Zeit, den Ofen auf 190 Grad Oberen unter Hitze vorzuheizen, weil es geht nicht mehr lange und das Ganze kommt in den Ofen. Und wir füllen auch weiter noch kräftig auf, weil die rote Beete fehlen noch und die kleinen Tomätchen. Damit der Geschmack sich maximiert, besprühen wir das Ganze noch mit Olivenöl. Zum Schluss geben wir jetzt nochmal Salz hinzu, und zwar indem wir das drüber geben, und die getrockneten Kräuter der Provence, die geben wir auch noch drüber, und ab damit in den Ofen. Dort verbleibt das Ganze für 60 Minuten und dann ist auch das ganze Gemüse schön durch und knackig.
Und jetzt schaut's euch mal an, das Gemüse. Sieht das nicht fantastisch lecker aus? So, genau so stelle ich mir ein gegrilltes Gemüse vor. Da läuft euch doch das Wasser im Mund zusammen. Stimmt's? Gib's zu. Sag mir, dass es richtig lecker aussieht. Als Beilage könnt ihr irgendwas servieren, was Fleischiges oder je nachdem, was ihr wollt. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich, dass das super lecker aussieht und auch super schmeckt, kocht's doch mal nach, backt's mal nach, gart's mal nach und sagt mir, wie es geworden ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball. Wir sehen uns beim nächsten Mal.